Willkommen, meine hochverehrten Warhammer und Total War News Freunde, denn es ist endlich wieder soweit. Hamster wird langsam wieder gehypt, denn ja, das nächste Total War Spiel ist praktisch confirmed. Denn es gab die nächsten neuen Leaks und es gibt so ein paar Sachen, über die ich mich mit euch heute reden möchte. Und wie immer, vielen Dank für eure Kommentare, für die Daumen hoch und lasst gerne das Abo da, wenn ihr weiteres Neues hören wollt über die Welt in Total War. Denn es gibt endlich wieder was Neues und jetzt habe ich wieder was zu erzählen. Das neue Total War Pharaoh, was inoffiziell geleakt wurde. Also, ich finde das mittlerweile schon ein bisschen verdächtig. Creative Assembly macht ja eine Weile lang nichts immer mit ihren Releases und dann, also kommt eine Weile lang nichts. Alle spekulieren so ein bisschen rum und dann auf einmal kommt ein Leak oder zwei oder drei. Und dann etwas wenig später wird es dann offiziell verkündet. Also die Leaks sind schon erstaunlich verdächtig nah immer an den offiziellen Releases dran. Das heißt, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist halbwegs Absicht. Nun, das, was jetzt rausgekommen ist, es wird nämlich für Total War Pharaoh 7 DLCs kommen. Und drei Editionen, in denen man sich die verteilen kann. Und wenn die beste, die größte Edition holt, glaube Pharaoh Edition oder so, Dynastie Edition, der kriegt dann alle diese DLCs drin. Die Zeitspanne, in der es spielen wird, ist praktisch bekannt aus den Namen der Pakete, die wir da kriegen und der DLCs. Und ob es jetzt ein Saga- oder ein Ära-Titel sein wird, ist noch nicht so ganz hundertprozentig klar. Können wir noch im Laufe dieses Videos werden wir besprechen. Wie immer, vielen Dank für eure Kommentare. Vor allem ein sehr ausführlicher, auf den gehen wir heute auch nochmal im Detail ein. Aber springen wir rein. Was ist passiert? Also auf Reddit gab es ja jetzt vor einigen Tagen so ein Bild. Könnt ihr hier auf der linken Seite sehen. Ein Screenshot von irgendeinem Handy, wo man unten links Total War Pharaoh gesehen hat. Und es ist mehr oder weniger confirmed. Es gibt jetzt auch schon eine Seite, Pharaoh's Skull von Total War, die ich auch abrufen konnte. Also das ist praktisch klar, dass es kommen wird. Und was gibt es jetzt noch? Es ist noch was gekommen. Es gab noch einen kleinen Leak und zwar von einem Twitter-Account namens Bilbilkun, exklusiv upcoming release, der nicht nur sagt, ja, das kommt, sondern es gibt sogar drei Editionen, nämlich die Standard, Deluxe und die Dynastie-Edition. Und was ihr da drin sehen werdet, es gibt einmal einen Pre-Order-Bonus, wie es eben so Tradition ist, mit zwei kosmetischen Paketen. Also wer sich das Ding vorbestellt, bekommt Herz der Shadana und Avatar der Götter. Herz der Shadana, das deutet schon ganz stark auf die Periode, die Zeitperiode, in der es spielen wird, hin. Dazu gleich noch mehr. Dann kriegen wir eine Deluxe-Edition mit dem normalen Standard-Content. Die könnt ihr euch natürlich auch als Standardspiel bestellen. Die Deluxe-Edition enthält schon ein Fraktionspaket plus den Soundtrack. Immerhin. Jetzt muss ich nicht mal auf YouTube gehen und mir die Soundtracks anhören. Und dann gibt es noch die Dynastie-Edition. Da bekommt ihr nicht nur Fraktionspaket 1, sondern auch Fraktionspaket 2. Oh, und auch noch Fraktionspaket 3. Interessant. Und ein Kampagnenpaket nochmal zusätzlich dazu. Faszinierend. Ein extra Kampagnenpaket. Was könnte das wohl sein? Hört sich fast so an wie bei Warhammer 3, die zwei verschiedenen Kartenvarianten. Oder vielleicht eine kleine und eine große Karte. Wir werden sehen. Also, aber woher wissen wir jetzt aus diesen Einträgen, wann das Spiel spielen wird? Wir sehen das hier aus dem DLC Heart of the Shardana. Denn euer Hamster hat sich das ein bisschen angeguckt. Die Shardana, oder auch Scherden genannt, sind im Neuen Reich, also es ist eine Bezeichnung im Neuen Reich der Ägypter für eine Volksgruppe, teils Hilfstruppen im ägyptischen Diensten. Und die kommen so aus dem Bereich der späteren Griechen. Und man hörte von ihnen zuerst auch zwischen der 18. Dynastie bis zur 22. Dynastie. Da hat man sie gehört, da so schreibt man die. Ich kann das jetzt nicht lesen, aber geil. Und wenn man das also verfolgt, Scherden zwischen der 18. und 22. Dynastie, da kann man jetzt hier auf Wikipedia gehen zum alten Ägypten. Hier sieht man dann Vorgeschichte, prädynastische Zeit, frühdynastische Zeit, Altes Reich, erstes Zwischenzeit, Mittleres Reich, zweite Zwischenzeit. Und hier ist genau da, wo wir uns befinden werden, nämlich in der Zeit der zweiten Zwischenzeit. Also wir haben ja gesehen, es ist irgendwo zwischen
vielleicht der 18. und der 22. Dynastie. Das heißt tendenziell zwischen der zweiten und der dritten Zwischenzeit und dem Neuen Reich. Wobei mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit wir im Neuen Reich hauptsächlich landen werden. Zwischen 1550 und 1070 vor Christus. So früh gab es noch kein anderes Total War meines Wissens nach. Also wir sind in der frühesten Zeitraumbereich, den es jemals gab. Und die Zeitspanne wird dann wahrscheinlich auch so um die 500 Jahre betragen, was sehr, sehr ordentlich ist, vergleichbar zum Beispiel mit Rome. Ich glaube, das geht auch so ungefähr um 500 Jahre. Und warum das Neue Reich? Nun ja, das Neue Reich ist vielleicht auch nicht ganz so überraschend für das alte Ägypten, weil wir wissen am meisten über das alte Ägypten aus dieser Zeitperiode. Und einer der größten Herrscher aus dieser Zeit ist Ramses II., der die längste Zeit des kontinuierlichen Friedens geschaffen hat in Ägypten und den Wohlstand hochgehalten hat. In der Dynastie gab es dann auch die Pyramiden, soweit ich weiß, und diverse andere Monumente. Da gehen wir gleich noch später drauf ein, was alles gebaut worden ist. Also, das wird mit Sicherheit die Zeit sein, in der wir uns befinden, also die Zeit des Neuen Reiches. Von der 18. bis zur 20. Dynastie und ist neben dem Alten Reich die wohl bekannteste Epoche der Pharaonenzeit. Also gut rausgesucht, Creative Assembly, gut rausgesucht. Der Hauptcharakter oder jedenfalls einer der wichtigen Charaktere wie Caesar bei Rom wird hier natürlich Ramses II. Sein und im Gegensatz zu Caesar gibt's den noch. Also nicht lebend, tot, als Mumie hängt er irgendwo rum. Und man weiß einiges über ihn. Der dritte altägyptische König, er war Ramses oder auch Ramses der Große aus der 19. Dynastie des Neuen Reiches und regierte rund 66 Jahre und ist damit einer der längsten amtierenden Staatsoberhäupter der Welt. Und er gilt als einer der bedeutendsten Herrscher des alten Ägyptens, das hier aus der Wikipedia. Er hat einige große königliche Gemahlin wie Nefertari. Wie immer hat ja Games Workshop ja einiges ihrer Lore aus der Realität genommen. Ihr kennt ja die Vampire Neferata, die Vampire Nefertari. Das ist natürlich direkt von hier gekommen, wie die ganzen Gruftkönige, die wir in Total War Warhammer haben. Also in Warhammer generell. Er hat 40 Töchter und 45 Söhne, da kann man ordentlich Dynastie spielen. 172 cm groß, hellhäutig und hatte rötliche, im Alter weiß gewordene Haare, heute gelb verfärbt. Ja, heute? Ja, jetzt ungefähr. Wann hat er gelebt? Knackige 4000 Jahre später. Mhm. Ja, da wäre ich auch nicht mehr so fresh, aber sehr beeindruckend, wie die sich so lange frisch gehalten haben. Nun, jetzt die Frage, wie groß wird das ganze Spiel sein? Groß oder klein? Und übrigens, was für andere ägyptische Spiele habt ihr schon gespielt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht gucken wir bis dahin rein bei der Recherche zu diesem Video. Ich weiß, hört sich noch nicht so an, aber ich habe doch ein bisschen recherchiert über Ägypten und Dynastien. Was sind das eigentlich? Und was haben die so gebaut? Bin noch nicht so tief drin, aber es wird langsam. Was habt ihr so gespielt? Und was findet ihr da am besten bisher von euren ägyptischen Spielen? Vielleicht einen Punkt. Ich habe ja in den Titel geschrieben, wird es ein Saga- oder ein Ära-Titel? Hier hat Welsh Dragon Total War vor 39 Minuten auf Reddit nochmal die Erklärung, die von Creative Assembly selbst rausgegeben worden ist, aufgelistet. Nämlich gibt es Ära-Titel wie Shogun. Shogun. Shogun ist ja ein Herrscher in Japan. Und Pharao ist ein Herrscher in Ägypten, also vom Namen her fände ich das vergleichbar. Daher tendenziell bin ich der Meinung, wird das eher ein Ära-Titel, also ein großer Landmark-Titel sein. Aber okay, wir haben Ära, Shogun, Medieval Rome, Empire, Three Kingdoms, das sind die großen Titel, die Creative Assembly rausbringt. Daneben gibt es Charakter-Titel, Napoleon und Attila, die fokussieren sich auf eine bestimmte Person und meistens folgen sie aber können oder müssen aber nicht unbedingt auf einen Ära-Titel folgen. Wenn das so wäre, dann hätten sie das Spiel Total War Ramses genannt. Vielleicht kommt ja noch ein Total War Ramses oder irgendein anderes, wie weiß. Aber das scheint es ja nicht zu sein. Aber auch der Napoleon- und Attila-Titel, gerade Attila ist ja sehr gut gekommen nach Rome 2, Napoleon nach Empire ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung gewesen. Und dann kommen die Saga-Titel, wie zum Beispiel Fall of the Samurai, Thrones of Britannia und Troja, die sich auf ein spezifisches Event oder ein Ereignis in der Geschichte
fokussieren, wie zum Beispiel der Fall der Samurai, Thrones of Britannia, ich habe keine Ahnung, und Troja, gut, die Belagerung und das Abreißen von Troja. Und wenn ich mir so den Titel und alles, was ich hier zu Pharao höre und wie lange eigentlich denn der letzte Ära-Titel her ist, mir das Ganze ansehe, würde ich sagen, dass wir schon in Richtung Ära mit unserem Titel Pharao gehen. Es passt vom Namen her, Pharao. Sie haben ja nicht Ägypten oder so genannt, dann wäre es vielleicht eher so ein Sagatitel oder so, aber das ist jetzt meine Spekulation. Ich glaube schon, dass wir hier einen großen Landmark-Titel sehen werden, unter anderem auch wegen diesen ganzen DLCs, die angekündigt worden sind, direkt mit dem Release. Das heißt, wir sehen direkt als Anfangspaket DLCs plus Boni, also einmal zwei kosmetische direkt von Anfang an und drei Fraktionspakete. Das finde ich schon fast krass. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die eigentlich so viel da am Anfang reinpacken sollen. Kann natürlich sein, dass es erst mit der Zeit kommt. Das ist also wie in so einem Season Pass ist und die kommen erst später. Und Kampagnenpack auch. Ich weiß nicht, vielleicht steckt die in diesem Kampagnenpack, weil das ist auch in den Kommentaren im letzten Video ein bisschen diskutiert worden. Ja, was wird das jetzt eigentlich so mehr ein fantastischer Titel? Man kennt ja die Götter des Ägyptens, die Mythen der Kreaturen mit den verschiedenen Köpfen, über die ich ehrlich gesagt selbst noch nicht so Bescheid weiß. Horus, Set und wie sie alle heißen. Und die Sphinx, chemische Kriegsphinx kennen wir bei Total War. Kann natürlich sein, dass ein Kampagnenpack rauskommen wird, in dem ihr, wie bei Troja war es ja auch, mythologisches Add-on gab es da, das es euch dann ermöglicht, auch die mythologischen Kreaturen mitzuführen. Das werden sie sich bestimmt nicht entgehen lassen. Weil das kam ja bei Warhammer schon relativ gut an und bringt einfach frischen Wind in ein Spiel rein. Also, drei Editionen, 1, 2, 3, also es ist wirklich eine ganze Menge DLCs, also sagen wir Faction Pack 1, 2, 3 und Kampagnen Pack. Wenn wir die wollen, sind es praktisch 4 DLCs, wenn wir alles zusammenzählen wollen, 1, 2, 3, 5, 6, 7, wären wir bei 7. Okay, wie zählt man jetzt? Wir werden sehen. Ist ja alles noch erstmal im Status des Leaks. Ära oder Saga. Ich habe euch hier mal die Karten rausgezogen vom Neuen Reich Ägyptens. Das heißt, sie haben sich hier am Nil entlang nach unten beherrscht. Im Süden davon Nubien, im Osten Rotes Meer und im Norden natürlich das Mittelmeer. Da oben kommt der Euphrat und das Tote Meer. Euphrat kenne ich auch nur noch aus irgendeinem Geschichts- oder Religionsunterricht aus meiner Kindheit. Und das reine Ägypten hat sich die Idee des Herz natürlich hier am Nil in diesem Bereich, deswegen haben sie sich auch dort ausgebreitet. Das heißt, wenn wir Richtung eines Saga-Titels gehen würden, dann würden wir hier diese Region im Westen sehen, ein etwas kleineres Gebiet, das sich dann da beim Euphrat an der Grenze zum Mittelmeer verbreitet. Aber ich glaube, es wird eher ein größerer Titel, Landmark-Titel, und wir werden eine Karte wie hier auf der rechten Seite sehen. Mit dem Neuen Reich der 19. Dynastie rund um den Nil herum und die weiteren Völker um sie herum, wie zum Beispiel die Mykener. Das sind übrigens auch anscheinend, kommen von dort auch die Scherben, von denen wir vorher gelesen haben. Die Hatti, Assur, Kassiten, Elam, das könnten dann alles DLC-Fraktionen werden bereits. Das wird schon ein bisschen überraschend, wenn man praktisch alle Völker nicht von Anfang an kriegt, sondern erst so mit der Zeit, aber okay. Wer weiß, ist vielleicht auch nur spannend. Aber was sollen die Fraktionen sonst sein? Könnten natürlich Subfraktionen von Ägypten selbst sein. Die Dynastien sind ja Familien, Herrscherhäuser, die gegeneinander zum Teil dann auch gekämpft und intrigiert haben. So ist es passenderweise auch ähnlich bei Rome gewesen. Da gab es ja auch die Häuser der Scipii, der Caesari und noch irgendeiner dritten Fraktion. Blau, Grün und Rot waren sie bei Rome 2 Total War, die auch um die Herrschaft im Senat gekämpft haben und dann irgendwie Rom vereinigt haben. Könnte man sich jetzt vorstellen, dass es auch so ein bisschen in diese Richtung geht, hier im Neuen Reich. Und man sich dann später anfängt auszubreiten hinaus in die Gebiete drumherum. Und ich glaube, das wäre auch notwendig, denn ansonsten wäre die Menge an verschiedenen Waffen eher ein bisschen eingeschränkt. Ja. Wo befinden wir uns von der Zeitlinie her? Von der Zeitlinie her, hier sind wir im Jahre minus 1292. Dort fängt irgendwann, also hier fängt dann Ramses an
regiert seine 66 Jahre und danach sind eher die kurzlebigen Herrscher wieder unterwegs, davor und danach. Ein sehr interessanter und sehr ausführlicher Kommentar hier von Stefan Thoma. Vielen Dank dafür, auf den will ich hier auch nochmal genau eingehen, weil all das, was ich jetzt gesagt habe, ist auch zum Teil inspiriert durch ihn, aber zum Teil auch durch die ein oder andere YouTube-Reportage, die ich mir angesehen habe. Er hat geschrieben, das ägyptische Reich beginnt ca. 4000 vor Christus und endet erst mit der griechisch-römischen Epoche um ca. 400 nach Christus, also fast 4,5 Jahrtausende Umfang. Und 4,5 Jahrtausende sind tatsächlich ziemlich viel. Ich glaube persönlich auch nicht, dass es so lange wird. Daher schreibt auch hier Stefan Thomas interessant, vor allem das Alte Reich ca. 2700 bis 2200 vor Christus und das Neue Reich 1500 bis 1000 vor Christus. Und da wird es mit Sicherheit auch landen, das neue Total War Pharaoh. Denn hier gibt es viele bekannte Dinge aus dem alten Ägypten. Zum Beispiel, okay, jetzt erstmal aus dem alten Reich stammen die Pyramiden von Gizeh, Dahschur und Saqqara. Da kennt sich jemand sehr gut aus. Ich kannte vieles davon nicht. Bekannt sind auch die Pharaonen wie Djoser, Snofru und Cheops oder Cheops. Im alten Reich wurde auch erstmals ein geeinter Zentralstaat geschaffen. Spielerisch könnte man mit der frühdynastischen Zeit und dem Übergang ins Alte Reich die Einigung Ägyptens und die Etablierung des ersten gesamtägyptischen Reiches darstellen, sowie im Mittel- und Endspiel dann den Pyramidenbau. Auf der Weltkarte waren zu der Zeit auch das sumerische und später akkadische Reich in Mesopotamien zu finden. Schauen wir mal, akkadisch. Da kenne ich mich jetzt hier echt nicht genug aus. Aber ich glaube, ich das jetzt einfach mal, scheint sich auszukennen. Weil ich hier einfach so mal diesen Post hier runtergehauen hat. Das hat bestimmt 20 Minuten bis 30 Minuten gedauert, das zu schreiben. Es sei denn, hat das also so im Kopf gehabt. Und ja, also das kann durchaus sein. Aus dem Mittleren Reich stammen nicht so viele populäre Bauten und Herrscher. Nur die Stadt Theben wurde als Machtzentrum etabliert. Hier wäre vielleicht die Nachbarschaft interessant. Assyrer, Babylonier, Minoer, Hittitier. Und so im Sinne eines Total War Titels auch entsprechende Reiche hätte, die man gegeneinander antreten lassen kann. Und das wird es ja sicherlich auch so geben. Ich kann es kaum erwarten mit meinen Elams. Ja, Ägypten zu überrennen. Darauf freue ich mich besonders. Aber wo ist eigentlich Pontus? Pontus fehlt eindeutig. Das, ich hoffe, die kommen noch mit dazu. Aus dem Neuen Reich, und das wird interessant, weil das wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein, stammen die meisten bekannten Nicht-Pyramidenbauten, wie der Tempel von Abu Simbel. Das ist dieses Ding hier, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Ich habe gelernt, dass UNESCO-Welterbe bei irgendwie Fluten, die Sachen sind irgendwie überschwemmt worden, dass diese Tempel abgebaut und irgendwie 100 Meter weiter oben nochmal platziert worden sind. In Aktivitäten, die über Jahre und Millionen von US-Dollar oder so verschlungen habe. Ich, der Wahnsinn. Das war nicht nur mit diesem, sondern auch ein paar andere Tempel wurden da direkt neu platziert. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, was man da so gemacht hat. Aber ja, Abu Simbel, die Tempelanlage von Karnak, die Gräber im Tal der Könige. Da habe ich gehört, okay, nachdem die Pyramiden so häufig Opfer von Grabräubern geworden sind, hat man gedacht, naja, wir verstecken unser Zeug irgendwo in einem Tal, wo es keiner findet. Dummerweise hat es jeder gefunden. Und alle diese Gräber wurden dann ausgeraubt. Bis auf einen, ich glaube von Tutanchamun. Das war das einzige, das nicht gefunden worden ist. Und deswegen, ja, so viel davon bekannt ist. Ramses, und hier kommen auch viele Pharaonen der bekannten Zeit. Ramses, der Zweite, der Dritte. Tutmosis, der Zweite, Dritte. Amenopsis, Eknaton, Tutanchamun. Ja, den kannte ich. Und Hatschepsut. Auch eine Zeit, über die man viel über Kriege und Friedensverträge weiß. Ägypten breitete sich nach Nordosten aus und stieß dort auf die dort ansässigen Völker inklusive entsprechender Konflikte. Da wäre viel Potenzial für das Spiel und ich denke mal, das wird auch die Gegend sein, gerade mit dem mit diesem DLC. Warum sollten sie denn diese Scherden, genau. Warum sollten sie die Scherden hier so anteasern, wenn es nicht Teil des Spiels werden würde? Ich bin mal gespannt, ob Stefan da auch was dazu zu sagen hat. So, die Spätzeit und die griechisch-römische Epoche, die kommt sehr viel später, eher nicht so interessant. Da werden die Ägypter von Persern, Griechen und Römern erobert und fremdbeherrscht. Und da sind ja auch schon die Rome-Titel, wie er hier
passenderweise. Und natürlich schreibt, außerdem ist in der Öffentlichkeit kaum noch ein Pharao bekannt, Ausnahme Kleopatra, die aber eigentlich Griechin war. Wusste ich persönlich auch nicht. Aber okay, die berühmte Bibliothek von Alexandria sowie der Leuchtturm von Pharos wurden von den Griechen erbaut. Ich glaube kaum, dass man ein Spiel Total War Pharao nennt und dann die Griechenherrschaft in den Mittelpunkt stellt. Da bin ich ganz deiner Meinung. Finde ich auch die meine nächste Spekulation sehr interessant. Bezüglich der Karte würde ich sagen, dass man entweder Ägypten als alleinige Karte nimmt, wenn man sich auf interne Kämpfe und die Vereinigung konzentrieren will. Das haben wir ja gesehen, das wäre dann wahrscheinlich eher das Altägypten, eventuell mit Sinai im Nordosten und dem Sudan im Süden dazu. Und man wählt eine Karte des Nahen Ostens, der im Nordwesten die griechische Insel, im Norden Kleinasien, im Zentrum Syrien, im Osten Mesopotamien, im Süden den Sudan und im Südwesten Ägypten hat. Beides könnte ich mir vorstellen, wie es auch beispielsweise bei Rome 2 gemacht worden ist, dass man verschiedene Kampagnen hatte, mit unter anderem Gallien, Italien, Griechenland oder eben die große Kampagne. Ist ja auch bei Warhammer 3 so voll ins Schwarze getroffen. Genau das wird es wahrscheinlich bedeuten mit diesem Kampagnenpack. Es gibt die kleine Kampagne für die Einigung. Vielleicht teilen sie das auch so auf, dass man die kleine Kampagne im Rahmen des alten Ägyptens spielt und dann die große Kampagne im Rahmen des neuen Reiches. Wir werden sehen. Also könnte schon passen. Wäre halt eine andere Zeit, aber ja, kann ja trotzdem sein. Ich glaube, technologisch ist nicht so viel passiert und das schreibt Stefanie auch. Waffentechnisch ist man deutlich limitierter als bei den Warhammer-Titeln. Ja, gut. Das ist eines schon zugegebenermaßen der Sachen, die Total War Warhammer so faszinierend gemacht hat, dass es eben so viel Neues und Unterschiedliches gab. Ist vielleicht dann jetzt ein bisschen ausgeartet mit dem Teil 3. Jetzt ist es wirklich sehr, sehr unübersichtlich geworden mittlerweile, aber trotzdem unterhaltsam. Wer schreibt hier, wie Frühkulturen üblich dominieren Speere und Bögen das Schlachtfeld. Für den Nahkampf sind noch durchaus Äxte, Messer und Schwert, erste Schwertform realistisch. Der Fernkampf kann neben Bogen und Wurfspeer auch noch um Steinschleudern ergänzt werden. So haben wir das ja auch schon bei Rome zum Beispiel gesehen. Kavallerie im klassischen Sinne gibt es nicht. Eher in späteren Zeiten die Streitwegen verschiedener Art, meist zwei Personen, ein Wagenlenker und ein Schütze, beziehungsweise abspringender Nahkämpfer. Auch Belagerungswaffen sind im Prinzip noch nicht wirklich vorhanden. Massive Mauern waren zu der Zeit durchaus ein sehr effektiver und doch eher seltener Schutz. Aber wer braucht schon Belagerungsschlachten, nicht wahr? Ja, diese waren bisher noch nie gut. Daher, weg damit. Weg damit. Das Militärwesen wird in seiner Vielfältigkeit eher so begrenzt sein wie bei Shogun sein und das Waffenarsenal des frühen Rom haben. Denkbar auf jeden Fall auch wieder Schiffkämpfe, da die Ägypter als Volk am Nil durchaus Schiffe bauen konnten und im Neuen Reich auch mit Seevölkern zu tun haben. Vollkommen ahistorisch wären übrigens Kamelreiter bei den Ägyptern, denn die Ägypter hatten nur Esel als Lasttiere. Später auch das Pferd. Die aus dem arabischen Raum stammenden Kamele oder Dromedare kamen erst Jahrhunderte später nach Nordafrika. Und die aus dem zentralasiatischen Raum stammende Kamele, Trampeltiere, die trampeln alles weg, wurden durchaus in Kleinasien genutzt, aber nicht in Nordafrika. Wenn andere Völker Kamele nutzen, ist das durchaus nachvollziehbar, die Ägypter aber nicht. Auch die Kriegselefanten sind eher ahistorisch. Zwar gab es durchaus im Gegensatz zu heute am Nil damals große Elefanten, es gibt aber keine Hinweise auf irgendeine Nutzung der Tiere. Erst mit den Griechen kannte man sowas wie Kriegselefanten. Ich finde das Szenario durchaus spannend. Es gibt ja theoretisch noch die Möglichkeit, neben einem historischen Pharao auch ein mythologisches Pharao zu machen. Die ägyptische Welt kennt je nach Quelle bis zu 1500 verschiedene Gottheiten und Götterwesen. Da lässt sich bestimmt was machen. Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Kommentar. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, viel mitgenommen. Das werde ich mir für die Zukunft merken. Bin gespannt, was du jetzt zu der neuen, zum neuen Reich nochmal schreiben kannst. Noch ein bisschen. Okay, wir sind schon 23 Minuten drin, macht aber nichts. Wir machen noch weiter. mal Vergleich, Frage, wie groß wird es? Wie klein wird das ganze Spiel? Und deswegen habe ich mal vorbereitet. Total War Saga Troy kam im August 2020 raus und wurde dann direkt etwas später mit einem Amazon-DLC, einem Blue-DLC, okay, der zählt nicht, Ajax und Diomedes-DLC im Januar 2021. Dann gab es den mythologischen Modus, der dazugekommen ist, Mythic Expansions, und dann kam der Resus und Memnon-DLC raus, also 1, 2, 3 DLCs, und jetzt kann man sich vorstellen, also eigentlich sind es 4 DLCs mit dem mythologischen Modus, dass sich Creative Assembly hier denkt, okay, wir machen die Dynastie Edition, das ist praktisch der Season Pass, jeder, ihr kriegt alle DLCs,
die noch rauskommen werden. Also so als hätten sie schon eine Roadmap, bevor das Spiel rauskommt. Absolut unglaublich. Unglaublich unvorstellbar in Zeiten von Total War Warhammer, finde ich. Ja, also könnte sein, wenn sie jetzt sagen, okay, das ist alles, was da rauskommen soll und sie wollen es nicht weiterführen, dann würde es eher so Richtung Saga-Titel gehen, also in Folge auf Troja. Wobei, wenn man sich die Karte von Troja ansieht, die habe ich hier für euch vorbereitet, das war die Karte von Troja, hier ist Griechenland. Ja, das ist mehr oder weniger hier im Osten das, was mittlerweile die Türkei ist. Von der Ausdehnung her, wenn man jetzt Thrones of Britannia dagegen vergleicht, ich habe hier nicht die DLCs aufgelistet, weil es gibt keine, außer der Blut-DLC. Oben seht ihr das Vereinigte Königreich, das war die Ausdehnung von Thrones of Britannia. Unten dann bei Griechenland die Ausdehnung von, ja, Troy, genau, Total War Troy. Und wenn wir jetzt relativ lokal bleiben würden, hätten wir eine ähnliche Ausdehnung für Total War Pharao. Könnte also ein Saga-Titel sein. Auf der anderen Seite, wenn man sich Shogun ansieht, okay, ist vielleicht ein kleines bisschen größer als das, was ich hier gerade aufgezeichnet habe. Aber es muss, nur weil es ein Landmark-Titel sein muss, heißt das nicht, dass der die ganze Karte umspannen muss. Ich glaube, da werden wir, das wird wahrscheinlich... Ich glaube, es wird eher ein Ehrentitel werden. Vor allem, weil auch in diesem Titel bisher kein Ära genannt wird. Sondern es heißt wirklich Total War Pharao. Also, oder Saga wird nicht reingeschrieben. Denn es ist hier, wie man hier sehen kann, bei Total War Troy steht ja Total War Saga drin. Und bei Thrones of Britannia auch Total War Saga. Haben sie auch in den Titeln dabei von diesem Auswählbildschirm. Wo ist er nochmal? Hier. Bei diesem Auswahlbildschirm sieht man noch irgendwo hier Total War Saga, Thrones of Britannia und wo ist das andere? Total War Saga Troy. Aber bei Pharao war es nicht da, deswegen ich glaube, es wird schon ein Ära-Titel. Und noch ein letzter Punkt, nämlich ich glaube, der DLC kommt sehr, sehr bald. Nicht der DLC, der neue Total War Titel kommt sehr, 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 sehr bald. Warum nämlich? Nun, vielleicht kennt der ein oder andere den YouTube-Kanal von einem angloamerikanischen YouTuber, The Great Book of Grudges, haut echt eine ganze Menge Videos raus zu allem möglichen Kram. Und normalerweise bringt er alles Mögliche zu Total War. Und das Ding ist, der Leak in Anführungszeichen, ob das ein Leak ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist Absicht, wie die das da rausgehauen werden, um den Hype schon mal ein bisschen vorher aufzubauen. Wurde vor einem Tag, also jetzt, wenn das Video rauskommt, vor 2 Tagen gemacht. Und The Great Book of Grudges hat zu diesem Zeitpunkt, 3 Stunden vorher, erst so ein Hochelfen und Dunkelelfen. Hauchelfen und Dunkelelfen sollten beide im Slaanesh-DLC drin sein. Ich meine, das ist auch ein interessantes Thema für ein Video. Was würdet ihr davon halten, wenn ich auch das mache? Also ab und zu, also es gibt schon genug Situationen, in denen sich die Inhalte von ihm und mir überschneiden. Aber das ist schon ziemlich krass, ne? Das ist schon ziemlich krass. Aber warum nicht? Ne? Wenn es gefällt, dann, hey Leute, guckt euch alles an, was ihr wollt und macht alles, was ihr wollt. Ich finde es super. Aber das, was mich total gewundert hat, normalerweise haut der Prügler sofort raus, wenn es was gibt. Hier hat er nichts rausgehauen dazu. Und warum könnte das sein? Naja, er gehört zu den Primär-Content-Creatern, die so einen Vertrag als Content-Partner unterschrieben haben. Und ich gehe mal davon aus, dass diese primären Content-Partner bereits Informationen dazu haben, zu diesem neuen Total War-Spiel und nichts bringen dürfen, weil sie dazu vertraglich eben, sie haben schon Embargo erhalten und unterschrieben. Das ist für mich jetzt natürlich eine ganz andere Situation, weil ich habe nichts unterschrieben. Ich bin nur Second Tier und ich habe nichts gehört. Also kann natürlich sein, dass ihn gar nichts interessiert und ich hier viel zu viel reininterpretiere. Aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr bald offiziell angekündigt wird. Ich würde fast sagen, vielleicht Anfang nächsten Monat kann ich mir gut vorstellen. Oder im Laufe des Juni würde mich nicht wundern, wenn es da schon angekündigt werden wird. Das neue Total War Pharao. Ja, und ich weiß ja mittlerweile auch, was Creative Assembly wichtig ist und was nicht. Ja, bei den Content-Creatern, ihr dürft natürlich nicht gegen eure Verträge verstoßen oder gegen irgendwas, zu dem ihr zugestimmt habt. Aber solche Spekulationsvideos basierend auf Leaks, die sind in Ordnung. Das habe ich mittlerweile mitbekommen. Ich bin ja auch schon mal rausgeschmissen worden aus dem Content-Creator-Park. Aber nicht deswegen, sondern
weil ich eben was getan habe, was, also ihr wisst ja, ich habe über Leute drüber gestreamt, ne, als Total Warhammer 1 rausgekommen ist. Bereue ich sehr im Nachhinein, aber hey, dafür habe ich jetzt viel mehr von der Industrie verstanden. Gut, und so viel zu den neuesten Neuigkeiten. Endlich wieder Hype-Spekulationsvideos. Ich bin persönlich ziemlich hyped. Übrigens, wenn ihr den Kanal supporten wollt, geht beim MMU-Gera-Link in der Videobeschreibung vorbei und holt euch irgendwelche Games, wie zum Beispiel Total Warhammer 3 für 28 anstatt 60 Euro auf Steam und alles mögliche andere Kram. Hätte ich eigentlich am Anfang sagen sollen, ich vergesse das immer wieder, wenn ich es nicht direkt mache. Ich bin tatsächlich mehr gehypt, als ich mir vorgestellt hätte, dass ich es sein würde auf das nächste Total War. Liegt vermutlich daran, weil Total Warhammer sich für mich so langsam aber sicher ein bisschen dem ausgelutschten Ende nähert. Bin zwar noch gespannt, was kommt, aber ja, wann kam das erste raus? Nach 5, 6, 7 Jahren intensiven Total Warhammer Spielens bin ich bereit für was Neues. Ich bin bereit für den Pharao. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch in den Kommentar da. Hashtag 8% und bis zum nächsten Mal und schönen Sonntag noch. We'll be right back.